Für die meisten Europäer ist das längst Alltag. Ohne Vignette oder Mautgebühren dürfen sie mit ihren Pkw nicht auf Autobahnen unterwegs sein. Im Autoland Deutschland gilt dagegen freie Fahrt ohne Gebühr. Noch. In den meisten Nachbarländern werden Autofahrer längst zur Kasse gebeten. Die einen verlangen eine streckenbezogene Maut. In anderen Ländern muss man eine Vignette kaufen. Nun soll möglicherweise auch in Deutschland eine Maut kommen, auch für Ausländer. Was denken die Deutschen über diese Idee der bayerischen CSU? Dafür, eindeutig dafür. Eigentlich bin ich dagegen, jedenfalls für die Pkw-Maut für die Deutschen. Wir werden ja schon genug abgezockt hier. Ich bin für die Pkw-Maut. Ich bin deshalb dafür, weil um uns herum überall Maut zu zahlen ist. Wenn die Autosteuer dadurch wegfällt, sollte die Pkw-Maut kommen für alle. Wenn die Deutschen einen Steuerausgleich bekämen, wären 59% für die Maut. Nur 39% sind dagegen. Einig sind sich die Deutschen aber in einem. Eine neue Maut sollte vor allem gerecht sein. Also, wer viel fährt, sollte auch viel bezahlen.